Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schoki Banuki Diarö. Entschuldigung, Daily. Ja, Diarö, genau. Hier mit dabei im Studio an diesem wundervollen 13. April ist seine Wenigkeit der Sascha und meine Hochwertigkeit der Pujan. Also, ja, genau. Genau. Ja. Wir haben heute den 13. April und wer hat Geburtstag? Lou Bega hat Geburtstag. Lou Bega, kennt man doch, oder? Ja, wie geht nochmal der Text? A little bit Monica. In my life, a little bit of Erica. Chiquita und so weiter. Nee. Jessica, Rita, all I need. So ein Zeug. So singt er, wenn er den Text kennt. Ja, genau. Lou Bega, David Lou Bega, oder David Lou Bega ist ein deutscher Latino-Pop-Sänger, der durch seinen Charterfolg Mambo No. 5 1999 bekannt wurde. Er wurde Mitte der 70er Jahre am 13. April 1975 in München geboren. Und ja, heute feiert er seinen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Lou Bega. Herzlich willkommen, Lou Bega. Auf der Welt. Genau. Und der Papst, Papst Johannes Paul II., hat 1986 am 13. April, ja, sehr klar, heute machen wir alles über den 13. April, ja. Hat am 13. April 1986 als erster Papst überhaupt ein jüdisches Gotteshaus besucht, nämlich die Synagoge in Rom. Mhm. Das hat er gemacht. Hat er. Zu Zeiten von Papst Johannes Paul II., Wojtyla, eigentlich Wojtyla, polnischer Abstammung, glaube ich, ne? Ja, richtig. Genau. Wurde ein Kirchenoberhaupt gefragt, also ein kirchliches, ein höher gestellter Bischof, wann es denn endlich auch mal eine Frau als Papst geben würde. Und daraufhin hat die Kirche geantwortet, niemals, denn Jesus war ein Mann. Und daraufhin hat Harald Schmidt gefragt in seiner Sendung, das fand ich ziemlich cool, ja, aber war Jesus denn Pole? Fand ich super witzig. Egal, so viel halt dazu. Genau. Ich muss jetzt gleich die Biege machen, denn ich weiß, dass ihr habt ihn sehr lange vermisst und noch länger werdet ihr ihn ertragen müssen. Die Rede ist von Dr. Brausefrosch. Das bin ich. Herzlich willkommen zurück. Dr. Brausefrosch ist da. Bin ich froh, endlich wieder hier da zu sein. Ich bin ja gespannt, was Dr. Brausefrosch heute zu erzählen hat. Also ich könnte jetzt in meinen Unterlagen nachschauen, aber das mache ich nicht, weil ich bin ja nicht umsonst Professor Dr. Doktor. Mhm. Und dann nochmal Professor. Mhm. Und aber komm, heute am 13. April, möchte ich euch Folgendes vorschreiben. Hau raus, Dr. Professor. Ihr kennt es sicherlich aus der einen oder anderen amerikanischen Sitcom, zumindest den Begriff Schrödingers Katze. Schrödinger war ein berühmter Physiker und zwar ein Physik-Nobelpreisträger. Es handelt sich dabei um Erwin Schrödinger und der hat am 13. April 1956 in Dublin seine Antrittsrede als Professor der Universität gehalten. Und er gilt als ein Begründer der Quantenmechanik. Also er hat nicht gesagt, so, da ist die Quantenmechanik, sondern er hat wertvolle Bauteile für diesen wissenschaftlichen Bereich, für diesen Physikbereich geliefert, aus dem unter anderem auch die Quantenmechanik entstanden ist. Und gemeinsam mit Paul Dirac 1933 hat er den Nobelpreis für Physik bekommen, weil er neue produktive Formen der Atomtheorie gemeinsam mit ihm entdeckt und auch publiziert hat. Schrödinger. Mensch, der Schrödinger. Was ist Quantenmechanik? Ich bin so froh, dass du wieder fragst. Ja. Quantenmechanik ist eine Theorie in der Physik, die Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten von Materie beschreibt. Und zwar nicht von irgendeiner Art von Materie, sondern von einer besonderen. Natürlich. Im Gegensatz zu den Theorien der klassischen Physik erlaubt sie die Berechnung physikalischer Eigenschaften von Materie und Größenbereichen im größten Bereich von Atomen. Aha, okay. Ich verstehe. Und das, was wir hier sehen, Sascha, wonach sieht das für dich aus? Das sieht aus wie ein Tigergehege. Okay, rate weiter. Ja, mit einem Stachel in der Mitte und mehreren Stacheln außen. Falls der Tiger ausbrechen sollte, wird er an den äußeren Stacheln hängen bleiben. Fast. Ja. Hierbei handelt es sich um eine Rastertunnel-Mikroskopaufnahme von Kobaltatomen auf einer Kupferoberfläche. Fast, richtig. Was ja eindeutig ist. Ja, das war es wieder von meiner Seite. Dr. Brausefrosch! Darf ich noch sitzen bleiben, bis die Sendung zu Ende ist? Ja, okay, machen wir das. Wie lange ist die Sendung noch? Noch ungefähr 20, 30 Minuten. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Ja.
Okay. Also dann wollen wir Tschüss sagen? Oder was? Ja, wir sagen Tschüss. Ja, okay. Dann sagen wir... Werte Kollegen, ich sage Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Cheerio, Miss Sophie.